Als Ausblühungen bezeichnen wir in der Regel Schäden an Außenwänden, die aus Wassereinflüssen kommen, wo wir keine Abdichtungen gebaut haben. Wir müssen uns immer im Klaren sein, wenn wir mit Steinen bauen wollen, mit Ziegel bauen wollen, dann ist es immer so, dass der Ziegelstein ja in eine Mauerfuge gelegt werden muss. Und die Fuge selber ist letztendlich ein Mörtel, den wir anrühren. Und wenn wir Mörtel anrühren wollen, dann brauchen wir einmal ein bisschen Sand dazu. Natürlich, klar, wir werden dann irgendwo Zement dazu brauchen, was wir auch dazu brauchen, gegebenenfalls, um dort etwas Nachhaltiges zu leisten. Das ist danach ein Kalk, das ist ein Rot- oder ein Weißkalk, und wir brauchen natürlich Wasser. Natürlich nicht wie hier der ganze Stein am Rhein Wasserfall, sondern wir brauchen Wasser in gewissen Grundsätzen, und damit bilden wir dann auch letztendlich Beton, wie wir das sehen, dass er dann in einer zähenflüssigen Form wie Brei auf die Baustelle kommt. Wenn wir jetzt aber auf dieser Baustelle dann mit unserem Ziegel bauen wollen und gerade die im Hintergrund zu sehende Ausblühungen nicht haben wollen, dann müssen wir versuchen, diese Mörtelfuge und diesen Ziegel und diese Baumaterialien, die wir künstlich gebaut haben, mit dem Anrühren von Mörtel, von Zement, von Kalk, von Mineralien, dass diese auch in den Fugen bleiben und nicht durch Wasser ausgewaschen werden. Hier sehen wir beispielsweise eine Kalkausblühung, wo auf einem Neubau, wo man quasi ja Schundluder getrieben hat mit dem gesamten Bau. So etwas darf nicht vorkommen. Hier ist das Ganze bereits schon besiegelt, dass es zum Tode verurteilt ist. So etwas finden wir immer letztendlich hier an den Wassereindringen. Das liegt daran, dass wir außen keine Lichtschächte gebaut haben. Auch müssen wir vorsichtig sein mit Wasser überall dort, wo wir es mit Strom zu tun haben. Das muss in der Sanierung natürlich saniert werden. Hier müssen wir eine andere Lösung finden, wie man diese Installationen einbaut. Wie entsteht denn eigentlich so ein Ausblühungsschaden? Letztendlich ist es so, dass wir immer mal wieder aufs alte Bauen zurückdenken müssen, und da sehen wir, dass wir hier einen Steinsockel vorgebaut haben. Mit diesem Steinsockel passiert gar nichts. Bauen wir aber beispielsweise nur wie in der Neuzeit mit Billigprodukten, dann haben wir im Bauwerk in der Abdichtung kaum Abdichtungen drin. Teilweise bauen wir ja nur auf Rollierungen. Und damit ist es klar gegeben, so wie uns das die Natur auch das beim Baum vorgibt, dass wir es mit Ausblühungen zu tun haben. Aber Ausblühungen sind dann letztendlich aus Osmose gefertigt, wo wir erkennen können, dass Wasser bergauf läuft. Bergauf läuft so, wie das die Natur uns ja beim Baum vorhin gesehen vorgibt, dass wir quasi eine Wasserwanderung von Pore zu Pore haben nach oben. Das geht bei uns im Bau teilweise bis zu 120 bis 130 mm in die Höhe. Also immer wenn wir von unten das Wasser geführt bekommen, so wie wir sie hier sehen, dann wird dieses Wasser kapillar bis nach oben dringen und wird nach oben sich aussetzen. Hier sehen wir jetzt den Außenteil mit den Sockelanschlüssen. Auch hier sehen wir, dass hier keinerlei Dichtungen eingebaut sind. Und ganz wichtig ist es ganz einfach, dass uns die Kommunen letztendlich Ringsysteme vorgeben. Ringsysteme bedeutet, es wird das Zuwasser in einem Ringsystem gelöst und das Abwasser wird in einem ein- oder in einem zweiläufigen System abgeführt. Und da sind wir jetzt bei der Situation angelangt, dass wir Drainagen bauen müssen. Drainagen müssen natürlich mit einem ganz klaren Sickerpaket ausgestattet sein, das dann letztendlich die gesamte Entwässerung sicherstellt. Und dieses Sickerpaket und diese Entwässerung ist hier nicht eingebaut worden. Selbst wenn wir es mit Lehmboden zu tun hätten, müsste man sich überlegen, ob man überhaupt eine Lehmverpressung vornimmt oder ob man eher hingeht und sagt, die Lehmverpressung wird abgesetzt und wir machen dann wieder ein Sickerpaket rein, wo das Wasser abgeführt wird.
Probleme an den Kellerfenster haben wir immer. Diese Kellerfenster zu der damaligen Zeit sind einfach nicht so ausgestattet gewesen, dass sie dicht sind. Und vor allem, was man nicht gemacht hat, man hat außen keine Lichtschächte gesetzt. Und das müssen wir im Nachhinein noch nachholen, damit wir dort keine Wassereindringungen bekommen. Wenn wir auch unsere Außenanschlüsse angucken, hier sehen wir das jetzt mit den Lichtschächten, die müssen wir natürlich noch nachholen, denn so kann das Ganze nicht dicht sein. Wenn wir dann nachher diese Bebauung vornehmen wollen, dann müssen wir auch irgendwo vielleicht mal daran denken, dass es ja Ganze begrünt werden möchte. Man möchte ja hier auch irgendwo etwas schaffen, wo man sagen kann, man möchte Pflanzenbepflanzung ansetzen. Aber das können wir so, wie das hier zu sehen ist, mit einer direkten Angliederung an das Erdreich bzw. an die Wand, können wir das so nicht vornehmen. Begrünungen beispielsweise, wie sie hier jetzt vorgesehen sind, da möchte man mit edlen Pflanzen in irgendeiner Weise hier eine Begrünung vornehmen. Das wird aber alles in Töpfen vorgenommen. Das wird alles in Containern vorgenommen, dass im Erdbereich mit den Wurzeln keine Schäden entstehen können. Denn auch die Wurzeln können Schäden entstehen, wo wir dann ganz klare Wassereindringungen haben. Falsch war zur Gründerzeit dieses Gebäudes, dass wir hier große Pflanzen gesetzt haben. Das ist immer so eine Sache, wo man denkt, in den Entstehungsjahren, dass man Pflanzen aufbauen möchte und große Bäume vor die Häuser pflanzt. Die sind zwar klein, aber wenn die dann größer werden, werden sie zu Problemen. Also diese drei Pflanzen müssen weggemacht werden, weil die mehr Schaden am Gebäude verursachen, wie überhaupt das Ganze möglich ist und dienlich ist. Ein weiteres Hauptproblem auf unserer Baustelle ist, dass wir monolithische Anschlüsse an die Baustelle haben. Sei es mit den Knochensteinen der Hofbefestigung, sei es mit den Pflastersteinen, die wir im Treppenaufgang haben. Das sind alles Grundsätze, wo wir das Wasser nicht weg vom Bau bringen. Und da sehen wir auch an den Sockel letztendlich, dass wir von dort jetzt schon von unten wieder osmotisch das Wasser nach oben dringen haben und das Wasser somit an der Baustelle Schäden produziert. Im Innenbereich haben wir dann die Schäden mit den Ausblühungen. Wie sanieren wir das Ganze? Dazu möchten wir jetzt mal ein paar Vorschläge aufzeichnen, zeigen, wie wir mit der Sanierung vorgehen müssen. Also erstmal müssen wir die Baustelle freigraben. Dann müssen wir in dieser Baustelle, wir müssen dann Putz zurückbauen und müssen dann Abdichtungen einbringen. Haben wir die Abdichtungen eingebracht und haben wir es mit einer Dämmung zu tun, also mit einer Fassadendämmung zu tun, dann müssen wir hingehen und müssen diese Fassadendämmung so unterbrechen, dass sie mindestens 150 mm über das Erdreich, das spätere, hochgefahren wird. Und zwar dort muss eine Abdichtung eingebracht werden, die wasserbeständig ist. Danach können wir dann die Trennung einbauen. Hier sehen wir zum Beispiel noch ein System, wo wir schon bearbeitet haben bei einem bewohnten Keller. Da müssen wir dann natürlich hingehen und müssen über diese Abdichtungen dann eine Dämmung einbringen, damit auch der Keller gedämmt wird. Hier haben wir, das seht ihr jetzt noch deutlich, mit den alten Sickersteinen nochmals gearbeitet, die letztendlich den gesamten Bau trocken halten. Dann eine saubere Trennung dazu, die mit einem so quasi als Schlemmvlies eingesetzt wird und wir haben dann eigentlich schon sehr viel erreicht. Erreichen müssen wir auch letztendlich, dass wir die monolithische Verbauung wegbringen. Also alle diese monolithischen Verbauungen, die müssen geöffnet werden. Wir müssen dann eventuell den Putz rückbauen und über diesen Putz dann wieder Dichtungen einbringen. Und dann können wir über diese Dichtungen, wie wir sie hier sehen, können wir dann oben eine Flanschschiene setzen, damit wir auch nach der DIN-Gerecht
die Abdichtung oben gegen fließendes Wasser geschützt haben, bauen wir dann noch eine schöne Rinne ein, wo das Wasser ablaufen kann, oder bauen wir beispielsweise eine vertiefte Birkorinne ein, was wir ja auch machen können, dann können wir das Wasser sauber von der Baustelle weg liefern. Ein ganz interessantes Detail sehen wir hier noch, und zwar das Detail, dass wir oben anstelle von einer Klemmflansche mit einer Aluminiumwinkel letztendlich auch eine normgerechte Verflanschung vornehmen können. Das heißt, wir verklemmen in einer Flansche einmal die Abdichtung und können dann auch noch gleich ein Sockelblech mit einsetzen, wo das ganze Wasser dann vom Gebäude weg und trocken gehalten wird. Grüß Gott, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen. Wir sind jetzt wieder auf unserer Baustelle. Wir sehen jetzt die Busik-Abdichtungen, die haben wir jetzt sauber eingebaut, und die Noppenbahner haben wir auch dicht eingebaut, sodass wir jetzt eigentlich dahin gehen können, diese Rohre sauber zu verlegen. Das werden wir morgen machen, und zum anderen jetzt noch eine Drainage zu legen. So, und da wollen wir jetzt mal ein bisschen in die Drainage eingehen, und da seht ihr jetzt hier schon mal das Sammelsurium, das wir da ein bisschen haben. Die gelben Schläuche, das ist wie gesagt schon der Altbestand. Ihr seht ja hier, da sind auch schon die alten Fundamente. Wir haben das ganze Gelände eigentlich aufgekauft, wo hier schon auf der Bodenplatte ein Haus gestanden ist. Also haben wir das abreißen müssen, und jetzt mussten wir ja die Bodenplatte als Bestand übernehmen. Und unter anderem waren dort diese gelben Drainageschläuche drin. Also diese gelben Drainageschläuche sind heute nicht mehr zulässig für Baustellen. Die waren zwar immer noch verbaut, aber die haben nur Zulassungen für landwirtschaftliche Grundsätze, eine Drainage zu führen. Die blauen im Vordergrund, das seht ihr dann nachher, da gehen wir jetzt noch gleich vor und schauen uns das an, wie das aussieht. Die blauen Drainagerohre, die sind zugelassen. Die DIN nehmt ihr bitte aus dem Baulexikonblatt dann unter Drainage. Da werde ich euch noch ein separates Blatt machen und werde euch alle DIN-Grundsätze reinsetzen. Jetzt gucken wir mal in dieses Rohr rein. Also ihr seht, die Drainage ist so gebaut. Ich hole sie uns mal ein bisschen höher. Die Drainage ist so gebaut, dass wir hier quasi die Rillen mit den Löchern haben. Und das ist zum Grundsatz zu dieser gelben Drainage, wo wir drüben liegen haben, ist es so, dass die ja rund ist und praktisch die Löcher rundherum reingesetzt wird. Ihr seht dort auch schon ein Vlies, wo man da eingebaut hat. Dieses Vlies ist okay, das brauchen wir dann auch bei dieser Drainage, damit wir keine Versandung bekommen. Und jetzt seht ihr mal hier im Innenbereich, da seht ihr jetzt die Löcher, und hier seht ihr jetzt eines deutlich, ihr seht hier eine Vlieseinrichtung. Und diese Vlieseinrichtung, die ist wegweisend, weil die braucht ihr, damit das Wasser ja fließen kann. Da ist ja in der Norm von der Drainage ein ganz klarer Grundsatz vorgegeben, dass hier eine Fließfläche mit einem gewissen Fließfluss innerhalb von einem Meter pro Sekunde fließen muss. Und die Zahlen nehmt ihr dann bitte alle noch dem Baulexikon danach her. Und darum seht ihr, wir bauen jetzt diese blauen, da seht ihr nochmal reinzugucken, und da oben seht ihr jetzt auch immer diese Schlitze, wo das Wasser rein kann. Und diese Schlitze hier von oben, die müssen dann nachher mit einem Vlies, müssen die ummantelt werden, damit das quasi hier absickern kann, aber dass das nicht versandet und verschlammt. Sonst sind nämlich diese Sickerleitungen relativ schnell zu. Da seht ihr hier, das sind dann diese Fliese, diese Sickerfliese, die man nimmt und diese Drainagen einhüllt. So, und da seht ihr, jetzt haben wir das alles schon vorbereitet. Jetzt wird hier noch ein bisschen ausgekoffert, das Ganze wird noch sauber angelegt, und wir können es auch hier machen, da ist es heller. Das Ganze wird dann angelegt, so dass das Wasser weglaufen kann und dass alles Wasser, wo jetzt über die Bausubstanz kommt, dann in diese Sickerleitung eingeführt wird. Und das zeige ich euch dann, wenn wir morgen dann soweit sind und die Sickerleitungen montieren. So, das war es jetzt mal wieder über Drainagen und Sickerleitungen, und ich verbleibe jetzt mal euer Bauschadensanalytiker Wilfried Berger.